So, hi Leute. Willkommen zurück zu Monster Hunter World. Das letzte Mal haben wir, lasst mich kurz überlegen, wir haben den Soramak daraus vertrieben. ich komme gerade aus dem Schnitt von Folge 26 und ich habe eigentlich bereits bis Folge 28 aufgezeichnet und musste jetzt leider feststellen, dass 27 und 28 vollkommen nicht mehr zu gebrauchen sind. Die Videodateien sind so kaputt, dass es sind andauernd Sprünge drin, irgendwelche Lags, und ich hätte es zwar retten können und schneiden können, aber Entschuldigung, boah, Frosch im Hals. Ich hätte es zwar retten können, aber dann wäre wahrscheinlich mehr Schwarzbild als eigentliches Bild mit drin, und ja, es war nicht mehr zu retten. Außerdem habe ich auch noch eine weitere Folge 29 aufgenommen. Die wurde gar nicht erst konvertiert, weil das Programm abgeschmiert ist während der Zeit. also das hat auch nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich bin jetzt 3 Folgen an Material los und muss jetzt erstmal einiges in Aufklärungsarbeit, glaube ich, bringen. Gut, also folgendes. Nach dem Soramak Daurus ist es so, dass wir mit der Wildexpertin reden mussten. Und das hatten wir auch in der Folge gemacht, und das Resultat war... Ah, Moment, wir hatten vorher die Kirin-Folge gemacht, also wir hatten vorher gegen Kirin gekämpft, das kann ich euch, glaube ich, kurz zeigen. Warum der Legianer liegt, erkläre ich auch gleich noch. Nicht wundern. So, optionale Quests. Moment, jetzt muss ich kurz... ah, ne, Moment, das ist hier. Blitzartig davon, genau. Die Quest habe ich gemacht inzwischen. Die werden wir jetzt aber gleich nochmal machen. Ich komme gleich zu allem. Ich muss eine Menge erklären. Es ist unglaublich, wie viel 3 Folgen an Material sofort so viel zum Erklären benötigt, so viel zum Erklären sind, wenn man es nicht aufgezeichnet hat oder nicht mehr hat. Jedenfalls, wir haben Kirin gemacht in Folge 27, und in Folge 28 habe ich mit der Wildexpertin gesprochen, also die Hauptquest weitergemacht. Und da kam es dann zu dem Ergebnis, dass sich ein Pukay in der Wildturmödnis aufhält. Was ungewöhnlich ist, weil das nicht sein Lebensraum ist, bla 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 bla, yada yada. Und wir sind dann da hingegangen und haben dort Spuren von einem unbekannten Monster gefunden. Und zwar weder von der Gigant noch von einem anderen Monster. Wir haben dann schnell rausgefunden, das sind Rathian-Spuren, aber nicht von einer richtigen Rathian oder einer normalen Rathian. Irgendwas war anders an diesen Spuren. Und letztendlich war das dann unsere Aufgabe, in jedem Gebiet diese Spuren ausfindig zu machen. Von dieser Fragezeichen-Rathian, wie es genannt wird. Und das war unsere Aufgabe. Und das habe ich offscreen gemacht, weil diese Stelle im Spiel sehr, sehr nervig ist, weil sich, glaube ich, pro Spur der Balken um 5% nur erhöht oder so. Also es hat eine ganze Weile gedauert, bis man dann wirklich fertig war. Und ab 50% dieser Spuren kam eine dringende Quest, wo man einen High-Rang Anjanath jagen musste. Und das war eigentlich die Folge 29. Folge 28 war der Pukay in der Wildturmödnis. Den habe ich noch gemacht. Und Folge 29 war dann, wie gesagt, der Anjanath. Und diese Datei, die ist vollkommen weg, also verloren gegangen, weil das Programm zwischendrin abgestürzt ist. So. Und diese 3 Folgen habe ich jetzt nicht mehr. Nach dieser Quest war dann wieder unsere Aufgabe, weiterhin die Spuren von der Rosa... von der Rosa Rathian zu finden. Und das haben wir auch gemacht, und jetzt befinde ich mich genau hier. Ich habe die 100% dieser Spuren gesammelt und müsste jetzt mit dem Chefökologen reden. Ich habe übrigens offscreen noch ein paar Sachen gefarmt, habe das aber nicht aufgezeichnet, weil ich ja, wie gesagt, meinte... Ich glaube, ich habe das gesagt in der Aufnahme. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, weil 3 Folgen, die jetzt plötzlich weg sind, da muss ich jetzt erstmal eine Zeit lang nochmal nachschauen, ob ich da nicht schon diverse Sachen gesagt habe und dann die doch nicht kamen, weil das in der verlorenen Aufnahme war. Und genau. Ich habe Legiana ein paar Mal gemacht, weil ich ein paar der Items jetzt holen konnte. Der High-Rank-Items holen konnte für die nächsten Waffenbäume. Darüber hinaus, die Waffenbäume sind jetzt komplett freigeschaltet, das kann ich euch auch gleich noch zeigen. Und was wir auch gemacht haben, was mich am allermeisten stört, dass das nicht in der Aufnahme drin ist, weil ich das nicht retten konnte. Beziehungsweise hätte ich schon, das muss ich auch noch erklären. Elgato braucht immer eine Zeit lang, bis es die Videos konvertiert hat. Also wenn ich aufgenommen habe und auf das Aufnahme-Stopp-Symbol klicke,
dann konvertiert Elgato das Video erst noch, bevor es überhaupt verwendbar ist auf dem PC. Und Folge 27 und 28 konnten von Vegas nicht erkannt werden, was sehr seltsam war. Also Vegas ist dann immer abgestürzt, als ich das da reingezogen habe, und ich habe dann mir das angeschaut, habe das direkt in der Elgato-Software, das kann man da machen, angeschaut und habe gesehen, dass da halt diese Lag-Spikes waren, diese komischen Sprünge von dort nach dort. Und ich habe einen Abteil da rausgeschnitten und dann ging das bei Folge 27 zumindest. Aber bei Folge 28 war das überhaupt nicht mehr möglich. Also ich habe da auch nicht wirklich viele Sprünge gefunden. Nur einen ganz am Ende, den habe ich rausgeschnitten. Aber der hat nicht geholfen. Also ich habe keine andere Wahl. Ich muss es neu aufzeichnen. Beziehungsweise halt jetzt eben nicht, weil Puke nochmal machen ist jetzt, glaube ich, nicht so spannend. Ja, genau. Also was mich halt am allermeisten stört, ist, wir haben dort in der Puke-Puke-Quest oder auf Folge... Es ist gerade sehr verwirrend, wenn ich das gerade erzähle, nicht wahr? Also Folge 27 war Kirin, Folge 28 war der Puke Puke, Hirang, und Folge 29 war Anjanath. So, in der Folge 28 mit Puke Puke, das war ja in der Wildturmödnis, und da war es dann so, dass ich die Katzen dort getroffen habe und konnte mir dort das nächste Gadget holen. Die Aufgabe dort war, dass drei der Katzenkrieger sich verirrt haben, nachdem sie von einem Barot angegriffen worden sind, und ich musste die drei mit dem Fangnetz fangen und wieder zurückbringen zum Lager. Und habe dann dafür das neue Gadget bekommen. Das kann ich, glaube ich, hier bei meiner Gildenkarte mal kurz aufmachen. Dann kann ich euch zumindest den Namen des Dings mal zeigen. Doch, da war es ja. So, links seht ihr das. Vitalitätswestenbombe, Blitzfliegenkäfig, den haben wir ja bekommen. Und die Schildspitze. Die Schildspitze, das ist quasi so eine Art Taunt-Gadget, mit dem sich der Palico ja, wie so eine Art kleiner Tank verhält, könnte man sagen. Der zieht dann meistens die Aufmerksamkeit des Monsters auf sich. Genau. Und das stört mich ziemlich sehr, dass wir das nicht drin haben, weil ich eigentlich genau das zeigen wollte, genau diese Sachen eigentlich zeigen wollte, weil das soll ja eigentlich einigermaßen 100% werden hier, und ja, jetzt sind halt ein paar Sachen drauf, die ich halt eben nicht zeigen konnte. Nun ja, es ist jetzt eine Menge Zeug, was verloren gegangen ist, und ich habe leider auch nicht mehr wirklich Möglichkeit, das nochmal zu machen. Ich müsste dafür, wenn, einen neuen Charakter anfangen, und ganz ehrlich, fuck this shit, das mache ich nicht. Und genau, ich gehe jetzt nochmal kurz zum Waffenbaum, und dann muss ich die Waffen wechseln, weil wir sind jetzt noch offiziell bei den Doppelklingen. Genau. Wir müssen jetzt die Doppelklingen für 2 Folgen machen, und dann... Ich muss dann eh gucken, was ich in Folge 28 mache. Wahrscheinlich mache ich mit der Hauptquest weiter. Das ist richtig anstrengend gewesen, ey, ohne Scheiß. Also auch frustrierend, ja. Also es gibt keinen erschließlichen Grund, warum plötzlich das Programm so am Rumkotzen ist. Vor allem jetzt funktioniert es die ganze Zeit. Ich nehme jetzt schon seit 8 Minuten auf und es passiert nichts. Aber dass in 3-mal in Folge das Programm so stirbt, zuerst... dass irgendwo ein ganz kleiner Lag am Ende passiert, wenn ich ihn rausschneide, lässt sich das Video zwar konvertieren, aber wird nicht von Vegas erkannt. Dann die nächste Folge hat sich gesteigert, überall Lag-Spikes drin, Video quasi nicht mehr zu retten, lässt sich aber konvertieren und wird dann durch einen kleinen Schnitt in der Vegas-Software plötzlich doch von Vegas erkannt. Und die dritte Folge wurde eigentlich normal aufgezeichnet, bis zu dem Zeitpunkt, als dann das Programm abgestürzt ist. Und das Problem bei Elgato ist, wenn es zwischendrin beim Aufnehmen geschlossen wird oder zwischendrin abstürzt, wie gesagt, dann ist das Problem, dass diese Datei komplett weg ist, weil die ja erst konvertiert werden muss, nachdem man die Aufnahme beendet hat. Und das ist ein riesengroßer Minuspunkt, den ich an Elgato einfach sehe, weil bei meiner alten TV-Karte, der HDPVR, da konnte ich direkt nach der Aufnahme das Video sofort benutzen. Und das ist ein riesiger Nachteil, und das stört mich tierisch, und ich glaube langsam wirklich, dass es an meinem Rechner liegt. Da war gerade wieder ein Lag-Spike drin, oder? Ich hoffe nicht. Naja, noch nimmt's auf, also... Das ist einfach furchtbar anstrengend, also... Und ich weiß langsam nicht mehr, was ich da machen soll, weil... An sich funktioniert der Rechner ja noch. Ich sehe jetzt nicht einen neuen Computer zu kaufen, wenn der an sich noch funktioniert. Naja. Gut, also, ihr seht schon, die Waffen haben sich auch ein bisschen was getan. Ich habe die Glutbeile inzwischen auf Stufe 2 bringen können. Und habe auch einiges an Zeug schon bereits gesammelt, um
die nächste Stufe hier zu machen. Die sehen so aus. Die anderen Stufen sehen wir hier noch nicht so richtig. Die Frostdolche 2 haben wir hier. Von dem habe ich den. Das Zeug habe ich übrigens geholt vom Legianer. So wie das für den Gletscherdudelsack 2. Das habe ich geholt. Und das mit dem Schwanzgewebe war auch so eine furchtbare Scheiße. Ich habe es einfach nicht bekommen. Und ich habe für jeden dummen Fang von ihm habe ich eine Platte gekriegt. Aber kein verficktes Schwanzgewebe. Ihr seht, ich habe 5 Schwanzgewebe und 5 Platten. Und ich habe 5 Schwanzgewebe gebraucht. Mehr nicht. Und ich habe diesen Scheiß nicht bekommen. Das war so anstrengend und nervig. Genau. Und ich habe mir das letzte Mal, ich glaube, das habe ich noch in der Aufnahme gezeigt. Ich habe mir diese Dinger gemacht, weil ich die Magdaros Doppelkling machen möchte. Und ich habe mich ja so tierisch gefreut, dass ich diesen Ach stimmt, dann müsst ihr noch in der Aufnahme drin sein. Dass ich einen Edelstein bekommen habe. Ja gut, never mind. Dann seht ihr, ich bin schon voll aus dem Trip, weil ich nicht mehr weiß, was in der Aufnahme war und was nicht. Furchtbar. So, Königintöne. Eigentlich an sich hat sich da nichts wirklich verändert, aber die Waffenbäume, wie gesagt, sind jetzt halt auf Stufe Maximum. Weiter als das geht's nicht. So. Genau. Und heute machen wir Kirin. Und dann in Folge 28, voraussichtlich in Folge 28, machen wir was anderes. Gut. Ein weiterer Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist folgendes. Ich habe vollkommen vergessen. Ihr seht nämlich, ich habe hier eine Spezialarena-Quest zu Anjanath. Weil ich den auch gefangen habe. Das war ja die verschollene Folge 29. Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und da habe ich den gefangen. Und das war mir letztendlich entfallen, dass man tatsächlich auch im Highrank diese ganzen Arena-Quests kriegt. Deswegen hätte ich jetzt einfach gesagt, ich mache diese Normal-Rank Quests in der Arena alle offscreen. Und ich werde gucken, dass ich bis zum nächsten Mal alle Monster bis dato schon gefangen bekommen habe. Für den High Rank. Und dann machen wir eine High Rank Arena Quest Folge. Wie würdet ihr das finden? Ist wahrscheinlich ein bisschen spannender als den Normal Rank Kram ganz am Ende zu machen. Könnt ihr mir ja schreiben. Wie gesagt, schreibt mir das bitte wirklich. Ich muss es wissen. Weil das würde mir Arbeit ersparen, wenn ich das nicht in der Aufnahme mache. Ihr wisst wegen dem Aufnahmescheiß, dass das an Donnern rumspacken ist. Es würde mir helfen, wenn ihr sagt, wir wollen es sehen oder wir wollen es nicht sehen. Deswegen, genau. Okay. Wir wollen Kirin machen, das war hier. Das Ding ist halt, ich kann euch nochmal kurz die Kirin-Waffen zeigen, weil die wurden ja schon freigeschaltet. Die sind leider alles andere als gut, muss man leider sagen. Also, ich meine, ich mache jetzt hier nur Doppelklingen und Jagdhorn, aber jede Kirin-Waffe ist absolut schlecht. Wir brauchen dafür das Drachenbone-Path, sehen wir hier, und hier ist eine Donnerwaffe. Und das sind die Kirin-Doppelklingen, die könnten wir sogar herstellen, yay! Aber schaut sie euch an. Wir haben momentan die hier, Donner-mäßig. Das hat erstens mehr Attack-Damage. Zweitens eine bessere, obwohl die Schärfe ist noch ein bisschen besser als unsere, tatsächlich. Ein bisschen mehr grün. Aber wir haben keine Affinity mit diesen Waffen. Und das Donner-Element ist nur höher. Und das ist der einzige Vorteil bei den Kirin-Waffen. Die haben nur sehr viel Element, aber an sich ist der physische Angriff immer sehr, sehr schwach. Und da wir später wahrscheinlich auf Angriff ausgelegt sein werden, sind wir ja jetzt schon teilweise, lohnt sich das nicht wirklich. Also von den Kirin-Waffen bin ich sehr enttäuscht, muss ich leider sagen. Also die sind alles andere als gut und lohnen sich auch nicht so wirklich. Sind aber dafür einfach herzustellen, das ist so der andere Vorteil. Aber der Koch will noch mit uns reden. Ich glaube, stimmt, ich habe auch noch so viele Lieferungen, die ich noch erklären muss. Das ist so furchtbar, wir sind schon bei einer Viertelstunde. Vielleicht mache ich sogar jetzt erst bloß einen Erklärbär-Part und mache das erst nächste Folge. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Wir werden das. Es tut mir leid, aber das muss sein. Wir haben richtig viele neue Lieferungen noch bekommen. Unter anderem einmal das hier für den Wasserschutzmantel, den Eisschutzmantel und noch eine. Aber das war noch in der Aufnahme, glaube ich, für die Küche. Und genau, das ist noch eine Sache. Und wir haben natürlich auch ein weiteres Gadget bekommen für die Kirin-Quest. Das war ja auch die Belohnung. Dreimal dürft ihr raten, was für eins. Der Donnerschutzmantel.
Den könnten wir jetzt gleich auch übrigens mitnehmen, das wäre gar nicht so unklug. Den ziehe ich jetzt dann gleich mal an. So, genau, Donnerschutzmantel. Also der negiert Donnerelementschaden und negiert Donnerpest sowie Lähmung. Sehr, sehr praktisch. Und ich glaube, dann mache ich das wirklich so, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, weil wenn ich jetzt erst losgehe zur Quest, dann ist die Folge wieder Milliarden Minuten lang. Und je länger die Videos werden, habe ich das Gefühl, dass eher was passieren kann in der Aufnahme. Deswegen würde ich sagen, ich denke, ich habe alles abgeklärt oder alles erklärt. Nein. Ah, Moment, ich gehe noch hoch zum Koch, das mache ich noch schnell. Ich denke mal, ich habe alles abgeklärt oder erklärt. Ich hoffe mal, dass das in Zukunft nicht mehr so oft passiert. Also nur mal zusammengefasst könnte man sagen, ich habe Folge 27 und 28 aufgenommen. Folge 27 war Kirin. Das haben wir einigermaßen geschafft. In Folge 28 haben wir mit der Hauptquest weitergemacht, wo es dann zur Ödnisinsel ging. Nicht zur Ödnisinsel, zur Wildturmödnis so rum. Wo wir Puke Puke erjagt haben und die Spuren von Rosa Ratian gefunden haben. Diese Spuren dann bis zu 50% aufgewertet haben und in Folge 29 den Anjanath gemacht haben. Dann die Spuren weitergesammelt haben und jetzt sind wir hier, wo wir momentan sind. Und genau. Und zwischendrin gab es einen Haufen Nebenquests und einen Haufen neue Quests im Hiring, weil ihr habt gesehen, wie viele Monster da jetzt sind. Müssen wir alles noch machen. Und übrigens muss ich von euch dringend, dringend wissen, ob ihr das sehen wollt. Alle Monster nochmal im Hiring. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Deswegen würde ich vielleicht teilweise schon welche von denen offscreen machen für die Waffen. Bei Bedarf könnt ihr ja dann trotzdem nochmal sagen, ob ihr die sehen wollt oder nicht. Aber an sich sind die von ihrem Moveset nicht wirklich anders. Die sind genauso wie vorher auch und nur ein bisschen stärker. Deswegen schreibt mir das ruhig, aber an sich habe ich das eigentlich sonst auch immer bei jedem Monster Hunter Let's Play so gemacht. Oder dass man das offscreen halt gemacht hat. Also ich habe nicht jedes Monster nochmal gezeigt im Hiring oder so. Also ist, glaube ich, auch nicht Sinn der Sache. Ich glaube, ich mache das auch so, Leute. Also ich meine, ihr könnt ja danach schreien, wenn ihr noch ein spezielles Monster nochmal sehen wollt. Was weiß ich, keine Ahnung. Genau. Gut, dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich habt ihr Verständnis. Bitte, bitte, bitte. Es tut mir leid, es ist das Programm. Ich kann nichts dafür. Dann sehen wir uns hoffentlich in Bälde wieder zu Folge 28, wo wir Kirin verprügeln werden. Voraussichtlich. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, stay heavy und ciao, ciao.